Guten Abend, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für diese freundliche Begrüßung. Sie alle, die Sie hier hergekommen sind und nach einem hoffentlich inspirierenden Abend wieder nach Hause gehen, ich, die ich hier auf Sie zugegangen bin, wir alle haben, ohne uns wahrscheinlich darüber im Klaren gewesen zu sein, ein Menschenrecht für uns in Anspruch genommen, nämlich das Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit. Dieses Recht kann eingeschränkt werden bei Menschen, die psychisch krank sind, bei denen man annimmt, dass sie sich selbst oder andere gefährden, dann, wenn der Gesellschaft nichts anderes einfällt oder, wie das Gesetz sagt, keine Alternativen zur Verfügung stehen. Mein Forschungsinteresse beschäftigt sich mit der Frage, wie es möglich sein kann, dass psychiatrieerfahrene Menschen selbst an Politiken, von denen sie betroffen sein können, ihr Leben betroffen sein kann, ihre Freiheit betroffen sein kann, wie sie daran partizipieren können. Zunächst möchte ich Ihnen aber noch kurz vorstellen, wie eine Freiheitsbeschränkung ausschauen kann. Stellen Sie sich eine alte Frau in einem Pflegeheim vor, die gebrechlich ist, die aber auch ein wenig dement, verwirrt ist, die in ihrer eigenen Realität lebt und in dieser Realität nach Hause muss, weil sie dort ihre kleinen Kinder versorgen muss. Sie möchte die Station verlassen, sie geht raus und dann ertönt ein Signal, jemand kommt auf sie zu und sagt, sie bleiben da, sie gehen nicht fort, sie leben bei uns und setzt die Frau auf einen Sessel. Das geht oft, das geht 20 Mal, 30 Mal am Tag hin und her. Sie möchte aufstehen, sie möchte gehen, sie möchte raus, sie möchte nach Hause. Sie wohnt nicht hier, bis man sie vielleicht mit sanftem Druck auf einen Sessel setzt, bis man einen Tisch vor sie klappt. Das nennt sich Therapietisch, hat nicht viel mit Therapie zu tun, nennt man so. Es macht es der Frau unmöglich, wegzukommen. Sie reißt am Tisch, sie ist aufgeregt, sie schreit um Hilfe. Ich bin eingesperrt, kommt jemand auf sie zu, reagiert sie aggressiv, dann bekommt die Frau wahrscheinlich Medikamente, die sie beruhigen sollen oder auch nicht beruhigen und man bringt sie auf die Psychiatrie. Dieser Fall ist nicht sehr selten, der kommt immer wieder vor. Goffman hat die Psychiatrie als Reparaturindustrie bezeichnet. Und wenn man dieser Metapher folgt, kann man sich fragen, was ist denn das eigentlich, was da repariert werden soll? Ist es der Mensch oder ist es die soziale Situation, die unbefriedigend ist, die repariert werden soll? Diese Unterscheidung macht einen fundamentalen Unterschied. Die Sozialwissenschaft ist eine Disziplin, die Übersetzungsleistung bieten soll, die Mediatorin sein kann. Und zwar zwischen unterschiedlichen Diskursen, die wirkmächtig auf die Frau einwirken. Wir haben hier den Bereich des Rechts, wir haben den Bereich der Medizin, ein Apparat, der auf die Frau einwirkt. Sozialwissenschaft als Übersetzung hat aber auch die Möglichkeit, Bedeutungen, die in diesen Diskursen vorkommen, herauszuziehen und zu interpretieren und Frames oder Rahmen darüber zu legen. Und hier sehen wir, dass die Spannbreite sehr groß ist, nämlich zwischen Fürsorge und Hilfe für die Frau in Not, die gebrechlich ist, aber auch Zwang und Macht, der auf die Frau einwirkt. Politikwissenschaft interessiert sich sehr stark für Macht und Machtverhältnisse. Und an diesem Beispiel lässt sich Macht sehr gut verdeutlichen, nämlich Macht am beschränkten Körper der Frau, aber auch Macht durch die Bilder, die durch das Reden über sie, die Diskurse, die über sie geführt werden, auf sie einwirken. Sie ist nämlich das passive, hilfsbedürftige Subjekt, das nicht für sich allein sprechen kann. Meine Forschungsfrage ist, wie ist es möglich, dass Menschen, die von Politiken betroffen sein können, daran teilhaben? Zu diesem Zweck habe ich Feldforschung betrieben und bin ins Feld gesprungen, habe das Kuckucksnest kennengelernt
Und freue mich an dieser Stelle sehr, sehr, dass der Herausgeber der Zeitschrift Springensfeld und die Herausgeberin der Zeitschrift Kuckucksnest heute anwesend sind und mich dabei unterstützen. Und habe dabei den Trialog kennengelernt. Der Trialog ist ein Forum, in dem auf gleicher Augenhöhe Menschen, die Psychiatrieerfahrung haben, deren Angehörige oder Freunde und Professionisten in diesem Feld, Menschen, die dafür bezahlt werden, versuchen, einander zu verstehen, die anderen Sichtweisen zu verstehen. Und da passiert sehr, sehr viel an Lernen. Mein Anliegen in der Feldforschung ist, herauszufinden, was sind das für Geschichten, die erzählt werden von Menschen, die Erfahrung mit diesem Apparat gemacht haben. Wie erleben Sie dieses Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Hilfe, Zwang und Macht? Wie erleben Ihre Angehörigen dieses Spannungsverhältnis? Gibt es Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Und was sagt das über Macht aus? Was ich gelernt habe, was ich mitgenommen habe, ist, dass es absolut notwendig ist, darauf Rücksicht zu nehmen, dass nicht über die Menschen gesprochen wird, sondern Kommunikation mit den Menschen passiert, weil die nämlich nicht passiv und hilfsbedürftig, sondern stark und aktiv sind. Und diesen Anspruch habe ich versucht, in meiner Arbeit gerecht zu werden. Um hier vor Ihnen zu stehen, war einiges an Zwang notwendig, aber ich habe auch Fürsorge und Hilfe erlebt und für Ihre Unterstützung und Aufmerksamkeit bin ich Ihnen sehr dankbar.